Schweres Wasser statt kühles Bier. Heigerloch schreibt Wissenschaftsgeschichte. Wegen der Bombardierung Berlins verlegten die Kernphysiker um Professor Heisenberg und Professor von Weizsäcker ihren Versuchsreaktor 1944 ins ferne Heigerloch. Versteckt und sicher im Muschelkalk des schmalen Eyachtals. Geschützt durch mächtige Felsen kommt die Kettenreaktion im Uranreaktor in Gang. Die ganze spannende Geschichte erfahren Sie heute im Max-Thun-Keller-Museum, dem ehemaligen Bierkeller des Heigerlocher Schwanenwirts, der damals zum Höhlenforschungslabor umgebaut wurde. Unter anderem erwarten Sie dort eine originalgetreue Rekonstruktion des Reaktors oder der Experimentiertisch von Otto Hahn. 2013 ist das Museum mit Mitteln aus dem LIDA-Förderprogramm völlig erneuert und erweitert worden. Zahlreiche Schautafeln und Medienstationen zeichnen die damalige Entwicklung im Zusammenhang nach. Ein neuerlicher Besuch lohnt sich also.